Wenn es mal Koop-Spiel war, müssen wir das zusammenspielen. Brauchen gleich mal was zu trinken. Jetzt hat natürlich der Regen aufgehört, dann wenn das hier fertig gebaut ist, ne? Ach, das ist so. Klingt doch nach Kuh, oder? Brauchen irgendwie eine Art Lager. Platzierbares Lager. Dann eine Lagerkiste. Eisenbahnregal, Kupfer, Alu. Okay. Eine Steinkiste? Viele Trocken. Okay, brauchen wir Nägel wieder dazu. Das hilft nicht. Also das da erstmal. Oh, wir brauchen gleich was zu trinken. Gereicht. Okay, ja, wir müssen jetzt leider das da wieder essen. Okay, jetzt wissen wir, was hier rumgrölt. Das ist ein Reh. Gänsehaut. Hör doch auf, mach doch nicht sowas. Ich habe die erste Mal vor, spielen, oder? Eher so in etwa. Wir sind ja schon mal so einem komischen Vieh da begegnet. Das Vieh war nicht gerade langsam. Okay. Kann man die hier lagern? Nein, okay. Kann ich das drehen? Drehst du einfach, dann kann man es lagern. Sind nicht stapelbar, ne? Feuerholz. Feuerholz ist halt null stapelbar. Und Steine sind irgendwie auch nicht stapelbar. Materialien sind weg, oder? Shit. Ja. Yeah. So ewig kann man das Zeug auch nicht rumliegen lassen, das verschwindet irgendwann. Geil. Die Stöcke ist bei 5 Max. Nee, du bist doch nicht Max. Rindenmulch. Nee, ich meine, gut, wir haben da einen Satz. Aber eigentlich Maissaat brauchen wir jetzt aktuell nicht. Also wir können erstmal damit noch nichts anfangen. Nur wie Kürbissaat. Also lass mal die auf jeden Fall da. Wir ein paar, ein bisschen mehr lagern können. Wenn es wieder Tag ist, würde ich gerne gucken und ich hoffe einfach, es ist keiner dort. Wenn doch dort jemand da ist, haben wir ein Problem, weil dann weiß ich, dann müssen wir ihn töten. So, das ist halt das Einzige, was wir machen können. Töten, weil sonst weiß ich nicht, wie ich mir das hinbekommen sollen. Haben wir erstmal das? Ich glaube, wir brauchen ein paar mehr Lagerkisten. Und da müssen wir hoffen, dass da Wasser kommt. Weil nämlich auch nicht mehr ewig hier.
Kann ich das hier irgendwie fallen lassen? Nein, irgendwie. Doch, so, okay. Das Ding hier ist nämlich gleich voll. Ah, noch so ein Teil. Okay, das ist Feuerholz. Kann man die aufnehmen? Wir haben hier Hühnchen. Verdorbenes? Nein. Nein, scheiße. Essen. Shit, das Zeug verdirbt. Das ist Kacke. Vor allem, weil man gibt ihr irgendwie Durst 3, Durst 3, Durst minus 2, Durst 5. Ja, komm, dann essen. Bevor das hier weg. Dann muss ich es erstmal schnell essen. Weil Nahrung ist nicht das Problem, Durst ist halt das Problem. Okay. Nicht die Bretter vielleicht wieder da reinlegen? Nee, ne? Ich würde halt echt gerne wissen, ob da irgendwas ist, aber ich gehe halt fast schon davon aus. Und sonst noch irgendwas, womit wir uns bewaffnen können? Nee, ne? Der Speer ist das einzige Sinnvolle. Seile können wir halt nur an der Werkbank machen und da haben wir gerade keine. Das müsste, glaube ich, irgendwie. Brauche ich Nägel? Und wir können nochmal. Lager. Kann ich die übereinander starten? Oh, geil. Und kann ich immer noch öffnen? Nice. Okay, das ist cool. 2 von 8. Warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, mehr geht nicht. Ich kann nur 5 lagern. Okay. Ein einziges Brett nehmen. Da hinein. Lass mal den Spaß kurz hier drin lagern. Lager hier einfach mal ganz kurz alles. Medizinverband. Sollten wir sterben? Weil ich denke, Feuerzeug kriegen wir wieder, oder? Auch für den Fall der Fälle, dass wir hier sterben, dass wir irgendwie. Hallo? Markierung kann ich hier nicht setzen. Ich sehe gerade 11 von 50. Wir schleppen auch ziemlich viel Zeug von das rum. Ja, in diese Richtung. Ich habe halt auch keine Ahnung, was sie hier. Also, wir hätten es. Wir könnten sie ja vor uns irgendwie. Ein Waschbär. Hallo, Waschbär. Da ist einer. Hört sich ziemlich laut an. Ich hoffe, der klaut uns nichts. Ich meine, es wird nicht als Stadt angezeigt, deswegen hoffe ich, dass da halt echt niemand ist. Wenn ja, könnten wir uns dort niederlassen und hätten halt mal einen Unterschlupf. Vielleicht finden wir halt was, aber die Frage ist halt auch, finden wir sie? Ich meine, gut, klang ein bisschen nach Vampiren, aber. Der andere Vampir war auch, obwohl es hat geregnet, weiß ich nicht, ob das da noch einen Unterschied gab, aber wenn Sonne scheint, gehen die doch nie raus. Hast du schon deinen Kampfschrei geübt? Ich habe keinen Kampfschrei. Ah, doch, da sind sie. Guck, Leute, da laufen sie. Ach, fuck. Die sind doch recht aktiv. Scheiße. Shit. Warum ist denn hier überhaupt jemand? Kann ich mich hier irgendwie heimlich anschleichen? Ah. Oh. Nein. Jetzt hat mich gesehen. Kommst du auch in die Sonne? Du kommst in die Sonne.
Okay, es geht einigermaßen. Ich hoffe, der Speer hält das aus. Ernten? Okay, wir haben Stoff von ihm bekommen, das war's. Okay, er geht. Also, ich hätte jetzt hier ernsthaft Schlimmeres erwartet. Okay, einmal nix. Oh, das sind halt echt viele. Das hier war nur einer. Da mehr als einer auf mich zugerannt kommt, haben wir ein Problem. Der Stock ist. Also der Speer ist zu einem Viertel kaputt. Jetzt einen getötet haben. Weiß halt nicht, respawn die? Kann ich das? Sich das hier reinzugehen. Das sieht aus wie Suppe oder irgendwas. Oh, ist das so ein. Ne, was auch immer das ist. Aber es scheint zumindest so zu sein, als wäre kein schlechter Dude. Warte mal, ich will es testen. Ganz kurz, kriegen wir Schaden? Nein. Also wir selber können am Stacheldraht stehen, ohne dass wir direkt Schaden bekommen. Oh. Können die Leitern hochklettern? Können wir Leitern hochklettern? Offensichtlich nicht. Warum? Und dann so doof, Leitern hochzuklettern. Können keine Leitern? Das ist eine Verarsche. Oder drücke ich was falsch? Warum auch immer, wir können keine Leitern hochklettern. Ja, soll ich mal ruhig da weiter wandern? Lehm? Ei. Das ist verdorbenes Essen, dann nehmen wir das einmal mit. Kann, ne? Würde ich erstmal hier lassen, weil ich sowieso nicht weiß, was wir damit machen können. Läuft erstmal aktuell nur unser Inventar, genau wie Lehm. Meine, ja, Lehmtiegel ist klar. Talg. So was wie Nägel hätten wir gebraucht. Eine Ziegel. Okay. Läuft da drüben rum. Laufen die ja doch ziemlich aktiv. Lehmerde? Okay. Ziemlich aktiv hierbei rum. Schiene? Okay, das ist ja toll, aber nichts gebrochen. Saat nehmen wir mit. Also ja, wir müssen bei Zeiten wahrscheinlich. Kohle. Ich denke, die können wir auch selber herstellen. Eine Kartoffel. Ah, wenn es was zu essen. Okay, da drüben sieht aus wie im. Drüben ist wieder ein Kürbis. Dann würde ich. Diesmal nicht ernten. Scheiße. Scheiße. Kommst du immer noch zu mir oder? Ich bin jetzt weit aus deinem Sichtbereich raus. Ich meine, einer war okay. Okay. Nein, er sucht uns immer noch.
Und der sieht ja um einiges schneller aus. Wir probieren es jetzt einfach. Alles oder nichts. Okay, was hat er uns gegeben? Das Leben. Ah, hier macht er wieder verdirbt in. Okay. Das hält noch eine Weile. Rohes Fleisch haben wir? Oh. Das glaube ich nicht so gut, wenn wir das roh essen. Minus 10 Gesundheit. Okay, also aktuell ist, es geht. Ich glaube in größeren Massen. Ich würde das gerne hier also für mich eigentlich einnehmen hier. Wäre halt echt nicht schlecht. Mal lieber leider verdorbenes Essen. Tierfett verdirbt anscheinend nicht. Kartoffelpaste klingt nicht schlecht. Was haben wir hier? Kevlar. Mit Kevlar können wir uns irgendwie Rüstung oder irgendwas machen. Und da ist ein Kühlschrank. Kann ich. Nein, okay, der ist leider nicht wirklich. Schade. Wir können in dem Kühlschrank vielleicht irgendwas. Es lebt, ne? Aber er sieht jetzt nicht aus wie einer von ihnen. Aufheben, Mike. Hi, Mike. Ich muss dich leider hier liegen lassen, Mike. Tut mir echt leid. Ich würde dir echt gerne helfen, Mike, aber ich habe kein Haus. Soll ich dich hinbringen? Was können wir mit, wie sollen wir Mike retten? Also, ich glaube, hier bist du erstmal sicherer, Mike. Ganz ehrlich. Ist ich nicht hier irgendwie wieder in das Bett? Moment, ich kann wieder ins Bett legen. Huselbett, oder bist du klein? Ich meine, das wäre halt echt, ne, schönes Haus, geschützt. Ah, da ist noch einer. Nein, gleichzeitig würde ich mich jetzt ungern anlegen wollen. Aber ich denke, wir müssen das ja erstmal ignorieren. Und uns irgendwie aufbauen. Ich hoffe ja, die bleiben nur hier in diesem Bereich. Wäre mir eigentlich ganz lieb. Könnten wir uns erstmal da drüben irgendwie aufbauen? Wenn wir einen Speer kriegen wir das relativ hin, aber. Das Problem ist halt wirklich eine Flüssigkeit. Wir haben nichts. Ich muss mal wieder gucken, wo wir überhaupt waren. Ohne irgendwo. Also erstmal noch weit genug weg. Okay, langsam machen. Aktuell ist Durst so das größte Problem. Wenn wir das geregelt haben, wird Nahrung unser größtes Problem werden. Aber okay. Gut. Das erstmal. Das Flächen ist halt, hat halt kein Wasser. Oder dahin. So. Das ist Minusdurst. Das wird halt auch nicht lange Kartoffelpaste. Hier. Das. Da rein. Stöcke würde ich mal ganz kurz aufnehmen, dicht darüber. Das Kevlar hier lagern. Den Rest müssen wir mal schauen. Warte mal, Saat hatten wir hier drüben. Gurkensaat. Und Maissaat. Noch zweimal. Okay, Kürbis haben wir viermal.
Medizinverband hat mir hier ja schon mal bloß gelagert. Dann würde ich das da auch. Die Pflanzenfasern brauchen wir jetzt eher. Wo müssen wir da mal Steine und so einen Spaß lagern hier? Okay, und ja, und es ist schon wieder schwindlig, also shit. Dann brauchen wir das. Weil es sonst echt nicht mehr aktuell sonst an Flüssigkeit kommen. Platzierbares Lager. Ne, wo waren das? Essen, ne? Genau. Wasserbecken. Wir haben so viel Wasser hier, aber ich kann das irgendwie. Ja. Ich habe nicht meine Flasche auffüllen. Wasser nehmen. Ja. Da ist kein Wasser drin. Warum kann ich das dann nicht hier? Warum kann ich hier nicht einfach Wasser nehmen? Und ist dadurch keine Infektion oder sowas? Das wäre etwas sehr, sehr schlecht. Sagen wir roden erstmal. Wie überall. Problem ist halt, die können auch Dinge zerstören, deswegen. Würde ich mich halt gerne erstmal fernhalten. Auf der anderen Seite gehe ich halt davon aus, dass die vielleicht diese vorgefertigten Häuser hier, diese Steinhäuser nicht zerstören können. Ich meine, so eine kleine Holzhütte, die wir hier zusammenbauen können, das verstehe ich. Wird auch nicht viel halten. Moment, wir brauchen irgendwie ein Fundament, oder? Holzscheite und Bretter. Enorm viel, was du nur für so ein paar Fundamente hier rausballerst. Lehmtreppen. Treppen. Irgendwie brauchen wir erstmal einen kleinen Unterschlupf. Fundamentecke. Hier. Okay. Können wir das schön hochbauen? Was kommt die dann daran? Intelligent genug, die dann daran kommen würden? Das halt nicht, ich meine, die können rennen, aber können die springen? Nur, dass die Höhe irgendwas an Ressourcen. Was war das jetzt? Ja, der Spaß ist. Und können wir dann selber auch noch hoch? Weil wir auf den Stein springen und dann da drauf. Oh, er snappt zumindest dran. Das ist schon mal sehr gut. Dann würde ich sagen, bauen wir uns erstmal irgendwie so ein ganz kleines etwas. Fundament. So, und dann sollten wir hier doch da hochkommen. Ich hoffe's. Wenn nicht, haben wir ein Problem. Ich das hier erstmal lassen und eins brauchen wir. Und ich meine, unser Energiebalken geht auch zur Neige. Ich weiß noch nicht, was die 61 von 100 ist. Das würde mich nicht wundern, wenn wir irgendwann auch mal schlafen müssen.
Wenn sie schöner ist, damit die den Wald jetzt erstmal roden. Ob man im Wasser von Vampiren geschützt ist, das ist halt auch so die Frage. Wenn ich im Wasser eine Base bauen würden, ob die dann nicht schwimmen können. Kann ich das hier verschieben? Nee, ne? Löschen. Bauen wir das eine fertig, nur mal aus Interessenshalber. Ja. Kommt zumindest hoch. Aber ich weiß es halt auch nicht, ob die schwimmen können. Und wenn ja, dann sind ja die ganze Zeit hier irgendwo unter meiner Base oder so. Ist genauso kacke wie hier, glaube ich. Und wir bräuchten ja dennoch erstmal eine Art Steg. Sagt ihr mir denn an, schon wieder willkommen im Chat. So, wie settest du dich denn hier irgendwie? Ich probiere es erstmal damit. Dass wir hauptsächlich erstmal irgendwas haben. Vielleicht dann erstmal schlafen oder sowas können. Ja. Yeah. Und lass es bald mal wieder regnen. Ja, der Nebel sieht nicht schlecht aus. Sehr gut. Ah, wenn Gott was befiehlt, dann passiert das auch. Hashtag abgehoben. Sehr schön, jetzt. Ah, schön, gut. Dann hoffe ich, dass das der Wasservorrat auch ein bisschen reicht. Guck mal, dass wir hauptsächlich, also diese kleinen würde ich klar gar nicht fällen. Die bringen wahrscheinlich auch nicht wirklich viel. Runterkullern, ne? Wow. Okay. Bleibst du hier? Danke, ich freue mich noch. Können wir uns eigentlich von Fröschen ernähren? Die wäre eigentlich Fleisch. Hä? So, Holzscheite fehlen. Langsam machen. Nehmen uns den Baum hier mal vor. Nein, er rollt weg. Das. Halt hier, ich brauche euch noch. Seid wichtig. Okay, 6 von 6.
Ich hoffe halt wirklich, dass sie da eher in ihrer Stadt dort bleiben. Und uns soweit erstmal in Ruhe lassen. Oh, stimmt. Ich denke immer, wie bei Zero ist, dass ich Zeug aufhalten kann. Und ja, dann bauen wir uns erstmal hier auf. So halbwegs. So, kleinen Basics. Muss ich noch mal schauen, wie wir an Nägel und sowas rankommen. Also wenn wir ja Eisen oder sowas brauchen. Oh oh. Die Dinger sind auf jeden Fall gut mit Wasser gefüllt. Aber wir haben, glaube ich, weiß nicht, kann ich das trinken? Hallo? Wenn da? Nein, ich will das ja. Wieso kann ich denn jetzt hier nicht so Wasserbecken benutzen? So, da. Genau. Wasser aufnehmen? Schmutziges Wasser. Ist, glaube ich, nicht gut, wenn wir das jetzt trinken, ne? Probier es trotzdem einmal. Wir brauchen ein Lagerfeuer, aber ich denke, bei dem Regen brauchen wir erstmal einen Unterschlupf, ehe wir hier irgendwas mit Lagerfeuer machen können. Weiß ich nicht, wie gut das Lagerfeuer hier im Regen hält. Okay. So. Direkt hochspringen geht nicht, wir brauchen wirklich den Stein. Ich hoffe halt, dass sie nicht so intelligent sind und wissen, dass sie da auf den Stein springen können. Ich weiß halt auch nicht, ob die gleich von hier kann man nämlich auch hochspringen. Mal schauen. So, Wände. Wir brauchen also eine Tür. Holztür, Rahmen, Ecke. So, wir könnten jetzt hier an die Ecke. Ah, könnten wir also auch eine Tür machen. Ich weiß halt bloß noch nicht, wie das ist mit Lagerfeuer. Muss das draußen stehen? Muss es drinnen stehen? Darf das überdacht sein? Nein, macht der eigentlich theoretisch, dass wir dann irgendwann voller Ruß sind. Innenholztürrahmen, okay. Nee, dann. Ja, jetzt innen, ja, ne? Okay. Ich hab gar nicht geguckt. Nee, Holzscheite und Bretter. Wir bräuchten ja noch eine Decke, genau, Holzdecke. Okay, das sind dann richtige Decken, Täscher, Treppen. Treppe Mitte, rechts, links, Holzrampe. Türen, eine Glastür, ja klar, geil. Rüstungen. Auch sehr, sehr geil aus. Ein Holzfenster. Holzzaun. Ein Unterstand. Ah, toll, wir hätten sowas bauen sollen. Einfach ein fucking Unterstand. Na gut, dann jetzt haben wir erstmal ein Haus. Wir brauchen noch ein paar Wände und ein paar Dächer. Wände. Das war schwer. Ja, ob ich die Ecke mal lasse wegen dem Lagerfeuer. Das hier, glaube ich, ganz kurz mal lassen, weil ich halt nicht weiß. Aber es ist halt auch cool, dass wir. Macht er nicht. Ja. Yeah. Auch cool, wenn wir das hier als Ecke dann noch mit bauen hätten können. So eine Holzwand. Innenholzwand? Ne, wir brauchen eine richtige Holzwand. Das Fensterrahmen. So, das sind. Dann da hinsetzen. Setzen wir jetzt da einfach eins hin und eine Holzwand.
So. Hoffnung ist das mit dem Lagerfeuer irgendwie hier so funktioniert, wie ich mir das denke. Scheiße, das wird noch richtig viel Holz kosten. Eine Decke. Also können wir noch nicht bauen, muss ich erst das andere fertig bauen. Ich verstehe. Gut, hey, schwingen wir die Axt. Wir brauchen ganz viel Holz.